Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Motze und Co. Ja, wir sind in Folge 543, die heutigen Motze noch für alle, die gedacht mit der PlayStation und mit der Xbox den LS22 spielen, genauso wie für PC und Mac natürlich. Für euch sollten diese Mods zwischenzeitlich auch zugekommen sein. Ja, was haben wir hier als erstes? Wir sind an bei einem Güttler-Set mit den Mediana 600 in dem Fall jetzt hier. Wir fangen bei Mediana 300 an in dieser Mod, das heißt es gibt die 3 Meter Variante, die 4, 4, 50, 5 und dann die 6, glaube ich. Irgendwie so ähnlich. Also sehen wir gleich nochmal. Ich habe die anderen drüben im Shop noch stehen. Ich habe jetzt hier die 6 Meter Version stehen. Da hüpfen wir mal eine Runde rein. Ich mache mal den Fend an. Der ist natürlich nicht die Mod, ne? Und klappen das gute Stück auseinander. Dann sehen wir, da sind die guten Walzen. Man sieht hier schon die ganzen Beschriftungsgeschichten, ne? Premium, Prismenwalzen von Güttler. Da seht ihr es dann. Ne, schön auch mit kleinem Logo, mit allem drum und dran, die Hydraulikgeschichten, die ganzen Anschlussgeschichten, hier das Zugsystem, das ist alles da, wo es sein soll. Ne? Und deswegen sage ich ihm jetzt auch mal, er soll einfach mal loslegen. Und ihr seht hier, er ist schön dabei, das eine Runde zu walzen, was vorher wie gefliegt aussah. So simpel ist es. Ich mache es mal wieder aus, fahre ein Stück zurück, mache den Traktor aus und jetzt sehen wir das Ganze hier nochmal. Also wie gesagt, sehr schön gemacht. Zeige ich dementsprechend dann auch gleich im Shop. Begründung, dass ich es jetzt noch nicht sofort zeige, ist, ich zeige jetzt noch einen Auflieger hier für einen LKW und die haben beide noch weitere Versionen auf dem Shop-Parkplatz stehen und deswegen zeige ich die dann gleich gemeinsam. Also nicht wundern, ich habe die Walzen jetzt hier nicht vergessen, sondern ja, wir kommen zum Krampe-Set, so wie es aussieht. Das ist nämlich dieses hier, das ist das SKS 30-1050 jetzt hier. Das läuft als SKS-Pack, weil wir nicht nur diese Variante hier in 3 Achsen haben, sondern ne, 3 Achsen hinten, sondern wir haben sie auch mit 2 Achsen hinten in etwas kleiner. Man sieht hier auch, man kann die Radnabengeschichte und sowas farblich anders kriegen, man kann die Reifen etwas anders kriegen, wie es normal üblich ist. Ich habe jetzt hier die Variante genommen, mal mit einer extra anderen Farbe und auch ohne diese Krampe-Beschriftung, weil das ist hier bei der Mod-Version möglich, dass man das alles weglässt sozusagen. Das ist schon mal sehr schön. Sonst sieht das alles sehr, sehr, sehr detailmäßig richtig aus, als so wie es sein soll. Den Unterfahrschutz, alles was man sich hier so denken kann. Ich hüpfe jetzt mal eine Runde rein. So, wir machen das einfach mal an, das gute Stück. So. Dann sehen wir, wir müssen erstmal das Fahrzeugheck, ne? Das kann man noch ausfahren hier sogar. Und dann kann man hier nämlich noch eine weitere Variante hinten draufhängen. Also das ist das Coole an der Geschichte. Ne? Also hier können wir tatsächlich das Ganze auch rein und rausfahren und da dementsprechend dann auch eine Variante machen mit 2 Aufliegern. Und da kommt dann hinten der etwas kleinere ins Spiel, den wir dann normalerweise hier hinten draufsetzen würden. Ich wollte aber diesen Ein- und Ausfahrmechanismus zeigen, deswegen habe ich es jetzt mal so geregelt. Dann haben wir hier die Klappe zum Aufmachen, ne, wie ihr hier seht, und wir haben hier noch eine Maussteuerung. Das ist um die, da sieht man es besser so, das ist um die eine Achse anheben zu können. Ne, dafür haben wir die Maussteuerung. Und wir können den Schubboden einschalten. Ne, da seht ihr selber, hier wird jetzt geschoben und hier wird er jetzt dementsprechend dann das gute Zeug rausschieben, was wir dann drin geladen hätten. So simpel ist das Ganze. Ich mache ihn jetzt mal wieder aus. Dann fährt er wieder zurück. Wir machen hier mit Z die Klappe wieder zu. Und wie gesagt, die coolste Geschichte ist halt, dass man das Ganze hier dann passend verlängern kann, wenn man ein bisschen mehr mitnehmen will. Und dann fährt das Ganze hier hoch. Also sehr schön gemacht. Man sieht ja auch, ich lasse das jetzt extra mal hier so. Ne, das sieht man auch schon. Dann hier die extra Seitenteile dann runterklappen und sowas. Also das ist schon ein schönes Teil, das kann man nicht anders sagen. So, habe ich ihn wieder ausgemacht, bin hier wieder ausgestiegen und ja, ich laufe jetzt mal rüber. Die beiden Mods gucken wir uns gleich sofort an. Wir gucken uns erstmal sozusagen die Reste an, die noch dazugehören. Ja, hier ist dann die kleine Variante. Die habe ich immer in Standardfarben gelassen. Ne? Hier Krampe neu, da seht ihr das Baureihe SKS. Das ist halt die Version, die wir dann zum Beispiel hinten ranklemmen könnten. Ne? So einfach ist es. Das ist die
2-Achs-Version für die Erweiterung. Man sieht schön kurz, knackig gehalten, dass das Fahrzeug insgesamt natürlich nicht zu lang wird. Das ist der ganze Trick. Sonst natürlich die gleiche Texturenqualität und alles, was wir drüben auch halt kennen. Also sehr schön gemacht. So, dann gehen wir nochmal hier rüber und hier seht ihr dann die kleineren Varianten. Also wir sind hier beim 3 Meter dementsprechend. Hier seht ihr schon die erste Variante, die ein bisschen gefaltet wird. Das ist 4,50. Das hier ist dann die 5 Meter, die ist dann wieder noch ein bisschen breiter in den Auslegern. Und die 6 Meter ist das, was wir vorhin drin hatten. Das alles ist hier natürlich für den Frontbereich. Man sieht hier auch an der Seite schöne ganze Beschriftungsgeschichten und sowas alles drauf. Also sehr schön gemacht, das Ganze gehört auch dazu. Deswegen schauen wir uns das jetzt auch mal im Shop an. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Walzen an. Damit waren wir auch angefangen. Hier seht ihr dann die Walzen auch, 2300 bis 10.900, je nach Größe. Da ist auch nicht sonst dran zu drehen. Entschuldigung, das sind halt einfach die Walzen. So einfach ist es. Nicht viel Spektakel, aber eine sehr schöne Auswahl und sehr schön gemacht. Und vor allen Dingen auch Frontanschluss sozusagen. Dann machen wir jetzt mal einen fließenden Übergang und gehen jetzt mal zu den beiden Krampe-Geschichten. Also da haben wir den 20950 mit 40 Kubik. Das ist halt die Variante, die wir jetzt auf dem Shop-Parkplatz gesehen haben. Die 60 Kubik-Variante hier für 95.000 ist halt der 30-10-50, der sich gerade schon mal gezeigt hatte. Und wir haben bei allen die Möglichkeit hier die Designgeschichten zu ändern. Das ist halt die Reifen, die ihr da seht. Das ist die Reifenvariante 1. Dann haben wir die Aufkleber auf der Seite, können wir weglassen. Wir können hier auch einen Tatra Mack Volvo Aufkleber dran machen, MAN. Je nachdem, ob wir das passend zum LKW machen wollen oder nicht. Seht ihr selber, das lässt sich hier hervorragend. Dann alles einstellen oder halt beschriften oder weglassen. Wir haben eine sehr große Farbauswahl, auch ein paar andere Farbtöne. Das Blau hatte ich, war glaube ich das, was ich genommen hatte. Und wir haben dann hier auch noch die Felgengeschichte, so wie ich es vorhin schon mal gezeigt hatte. Das ist natürlich dann bei den Variante und das Nummernschild nicht vergessen. Das ist natürlich bei den anderen das gleiche. Ja, wir sind hier dann, wenn wir so ein bisschen rangeschmissen haben, bei 60 Kubik für 100.000. Das ist jetzt nicht unbedingt das Schnäppchen. Auch hier die 40 Kubik für 80.000 ist nicht das Schnäppchen. Hier muss man halt nur bedenken, was kann ich denn gleichzeitig transportieren hier durch. Das ist halt ein wesentlicher Punkt. Und LKW-Auflieger sind ja meist etwas kostspieliger wie Normalversionen. Dann kommen wir zur nächsten Version. Die zeige ich jetzt hier auch gleich mal im Shop, weil wir nämlich hier schon sind. Das ist der Fliegel Revolution, den sehen wir hier auch schon. Da haben wir auch verschiedenste Einstellmöglichkeiten. Wir haben ja auch verschiedene Reifenvarianten. Wir haben hier verschiedene Logos mit, ohne, Fliegel in Rot, Fliegel in Weiß. Das lässt sich so durchmachen. Wir können die Schutzbleche, Unterfahrschutzgeschichten, Werkzeugkasten ransetzen und Wassertankgeschichten und noch ein Werkzeugkasten und die Schmutzfängergeschichte, das ist halt das breite Fliegelteil hier hinten. Wir können sagen, eine Abdeckung dazu. Wir können die Fahrgestellfarbe hier ändern, wie ihr seht, die Hauptfarbe ändern und die Abdeckungsfarbe ändern und auch die Felgenfarbe ändern. Da seht ihr also, da lässt sich auch alles dran drehen und auch machen. Ist halt dann einer mit 25 Kubik, aber dann auch, wie gesagt, nicht im Schnäppchenbereich. Heute sind wir relativ teuer unterwegs, was die Sachen angeht. So, da laufen wir auch gleich mal wieder rüber und da will ich euch natürlich auch gerne den Abkippmechanismus und das zeigen. Das war nämlich der zweite LKW, der hier steht. Das ist dann, seht ihr, flach kompakt hier sozusagen der Revolution. Hier habe ich den mal mit weißer Beschriftung und weißem Schild gelassen, grüne Abdeckung, wie ihr seht. Das sieht soweit alles ganz ordentlich aus. Wir können mal einen hier abladen machen, da muss ich erstmal einen LKW anschmeißen. Und dann seht ihr selber, dann nimmt er halt die Sache hier und rollt die schön auf, bringt die an die Seite unter. Hier hinten, das erledigt die Schwerkraft und dann wird über die große Fronthydraulik hier vorne dann gekippt. Also sehr schöne Geschichte. Kann die Hilfe schon mal wieder ausmachen. Da seht ihr, wie es ist. Und ihr seht hier auch die ganzen Texturengeschichten und sowas. Da brauchen wir uns auch bei dieser Mod nicht drüber unterhalten. Das passt alles immer. Hier die ganzen schönen Blechgeschichten, dass man hier raufsteigen kann. Das gehört zum LKW. Und so kann man dann hervorragend auch hier raufkommen. Ja, und so seht ihr das Ganze hier schön aufgewickelt. Wenn ich hier nochmal einsteige, mit der N-Taste kann man natürlich auch das jederzeit zumachen. Und dann seht ihr hier, es wird auch schön verzurrt, das Ganze. Auch ein schönes Teil, kann ich anders sagen. Man sieht auch, das wird nicht einfach nur gesetzt, sondern das rollt sich hier auf und wird hier auch richtig grafisch verändert. Das passt schon. Schönes Teil. So,
Ja, das war das. Und dann kommen wir zur letzten Mod für heute. Heute haben wir nämlich vier am Start und jetzt nochmal so eine kleine Mod am Schluss sozusagen. Da seht ihr es, hier habe ich das John Deere Sämaschine. Da seht ihr es auch schon, CCS, ne? Seed Metering 2 und hier oben eine große Nummerierung, nämlich die 9, weil man kann hier Nummern setzen, wenn man hier tatsächlich mehrere von am Start hat. Man sieht hier schön, ne, mit vernünftiger Leiter, mit allem drum und dran, das ist schon richtiger Brocken. Die Typenbezeichnung an sich ist, wie ihr hier unten auch seht in der Ecke, N542C Drill Series. Das ist halt die Sämaschine hier an sich. Wir werden uns die jetzt mal im Shop zuerst angucken. Ich weiß gar nicht, wo runter sie. Ne, da. Ich wusste, dass ich falsch klicke. 291.880. Also es ist kein Schnäppchen. Also sie sät und sie macht die komplette Feldvorbereitung. Das heißt, wir brauchen vorher halt nicht grubbern oder flügen, sondern wir müssen nur hinterher sehen. Seht, die Standardfrüchte braucht in Anführungsstrichen nur 270 PS, was wenig ist bei 12,80 Meter. Das ist also schon mal so ganz okay. Besonderheit, wir sind mit 20 km/h am Sehen. Das ist schon mal eine sehr, sehr ordentliche Größenordnung. Ne? Wir können hier noch extra Gewichte setzen. Was sehen wir denn hier oben dran? Ne? Da seht ihr die Gewichte zum Beispiel. Und wir können die Zahlen setzen. Das ist das Ganze nummeriert. Das geht halt bis 10. Aber ich sehe hier, ich hatte jetzt außen eine 9 gesetzt. Ne? Das könnte so durchgehen. Und wir haben hier das Nummernschild. 4200 Liter am Tank, was auch mehr als ordentlich ist zum Sehen. Deswegen auch die 12 Meter Arbeitsbreite. Da passt das Ganze dann schon zu. Ich schmeiße den Traktor mal an. Wir klappen das Ganze mal auseinander. Da seht ihr schon, das ist eine ganz schöne Maschine. Ne? Also ein schönes Ding, kann ich anders sagen. Seht ihr schön, wie die Hydrauliken arbeiten. Ne? Nicht die schmalsten Reifen, aber so sieht es halt dann aus. Und dann schmeißen wir das Ganze auch nochmal an. Und ihr seht hier, sie macht ihr Ding, ne? So wie es halt dementsprechend sein soll. Also, schöne große Sämaschine, ne? Schönes Teil. Hier sieht man sie noch mal ein bisschen besser. So, ja, was soll ich sagen? Mit dieser wunderbaren Sämaschine hier sind wir dann tatsächlich am Ende der Geschichte für heute. So einfach es ist oder so schnell geht's, wie ihr wollt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.